Play Crisis und wir wechseln mal schnell wieder in den Tarnmodus. Weil ich glaube, wenn wir gerade jemanden abgeschossen haben und die jetzt gucken, wer war das? Dann ist das nicht so schön, wenn man uns sehen kann. Ja, und unser Tarnmodus lässt jetzt gleich nach. Und zwar jetzt. Bisschen aufladen. Man sieht, ich arbeite sehr gerne mit diesem Tarnmodus, weil es erspart einem wirklich sehr viel... Was bist du denn? Was warst du denn? Sieht aus wie... Erinnert mich an die Riesenameisen aus Fallout, die vor Megaton liegen. Naja. Oh, die Sonne, ja, sie geht auf. An der Stelle können wir mal wieder... Hier so... Ich habe irgendwas umgenietet, aber es interessiert mich nicht. Leute, hammer, 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 hart. Dich krieg ich, dich krieg ich. Dich krieg ich nicht. Und jetzt haben wir ein Problem. Wir schalten auf... wir haben schon umgeschaltet. Auf Vollautomatik. Ja, Vollautomatik. Wieso kriegst du? Schon besser. Ja... Wir sind ungesehen jetzt. Ich bleib trotzdem mal in der Vollautomatik. Da haben wir einen. Ja, man sieht, ist nicht sehr schwer am Anfang. Ist mehr so... Man könnte schon sagen, Tutorial-Angelegenheit. Nee, das ist mir noch zu weit weg. Ich will mir jeglichen Ärger ersparen. Ein bisschen auf den Modus. Im Härtemodus, also maximale Panzerung, wenn wir nicht getroffen werden, verbrauchen wir keine Energie, also können wir Energie regenerieren. Und ich mache mal einen Bogen. Ein bisschen schneller. So, hier sind wir gut. Ja. Und wir sind immer noch ungesehen. Fragst dich nur, wie lange? Ein paar Schritte noch. Und ich weiß, hier ist einer lang gegangen. Boah, schnell wieder in den Tarnmodus. Ich hab's mir doch gedacht. Weg hier. Wir haben hier keine Deckungen, die wirklich nützlich sind. Weil durch diese kleinen Säckchen, da können sie einfach durchschießen. Man sieht, hier wird alles zerlegt. Ich bin kein Hund, ich bin ein Mensch. Homo sapiens. Mal das Ding einschießen. Geht nicht, schade. Da geht's. Hier bin ich nicht so sparsam mit der Munition, weil für diese Waffe finden wir jede Menge Munition. Mit der SCAR sieht das schon was anders aus, weil das ist eine amerikanische Waffe. Glaube ich auf jeden Fall. Und da wir hier in Korea sind, sind wir philippinische Inseln. Ist das Korea? Ich weiß nicht. Vielleicht ist jemand von euch Geografie-Experte oder keine Ahnung. Ja. Wie, der haut jetzt wieder ab oder was? Ich wollte mir den gerade schnappen. Nun ja, wir müssen jetzt versuchen, den Störsender hochzujagen. Ich habe das immer auf diese Art gemacht. Nehmen. Man hat schon gesehen. Entzündlich Zeichen drauf. Ja, und wir werfen es. Nee, das ging anders, genau. So, und wir wurden wieder entdeckt. Drauf schießen. Boah, das hat gerade kurz geleckt. Also ob das jetzt wirklich eine gute Deckung ist. Wir wollen ja auch nur wirklich kurz verschwinden. Ich guck nochmal in das Haus, was da drin ist. Für diese Folge hatte ich mir auch nur vorgenommen, den Störsender noch platt zu machen. Ich werde an die, ja, 10 Minuten vielleicht ein bisschen drüber rangehen. Wie gesagt, das Hauptziel für diese Folge ist erreicht. Nun ja, wir sind immer noch gesucht. Das machen wir ganz einfach. Wir fliehen, auch wenn wir gesehen sind, weil in diesem Spiel können wir auch Fahrzeuge benutzen. Per Drücken der Tasten... Nee, das demonstriere ich jetzt nicht.
Mache ich jetzt gleich. Ich muss erstmal mich um dieses... Ah, ihr seht schon unten. Einfach mal kurz selbst lesen. Damit die Waffe nicht überhitzt. Kurz aufhören. Treffe ich überhaupt? Schon besser. Ich habe anscheinend getroffen. Ja. So, wieder der Fahrersitz. Also ich muss sagen, beim Add-on des Spiels ist das mit dem Fahren wirklich einfacher. Und ich mache einen Führerschein, das glaubt man mir so nicht. So, Kupplung treten, nächster Gang. Wollen wir mal ein bisschen cruisen. Und so können wir jede Menge Zeit sparen mit so einem Gefährt. Hallo. Tschüss. Was war das? Okay, jetzt leckt's. Jetzt hat's richtig geleckt. Keine Zeit verschwenden, direkt weitermachen. Zuletzt gespeichertes Spiel. Ich denke mal, ich bin gegen Felsen gefahren, Explosion, Fraps und alles andere hat sich gebissen. Wow. Ein bisschen fliehen. Boah, Sonneneinstrahlung und wir haben Dreck auf der Linse und das Spiel ist so geil. Maximale Panzerung, bla 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 bla. Und wir hören Flugzeuge. Ich sehe noch nicht wo. Da war's. Jetzt ist es weg. Also man konnte es nicht mehr sehen, nur man konnte sehen, wo es war. Wieso sagt ihr mir Tipps, die ich schon kenne? Was soll das? Ja, und er verwandelt sich gerade immer zum Ball. Nee, jetzt nicht mehr. Wir haben zwei Kugeln, da sind zwei Leute. Mal sehen, ob das was wird. Dum, da, dum, 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 da, da. Oh, oh, Energie kritisch. Ist nicht gut. Wenn wir uns ducken, verbessert sich unsere Präzision. Voll in dein Gesicht. So, eine Kugel haben wir noch. Vielleicht sammeln wir jetzt mal Munition auch von ihm. Wäre ziemlich nützlich. Hallo, Vietnamese, der Koreaner. Sah aus wie ein Tourist mit seinem Hütchen. Nimm schon. Ich bin gewohnt von den meisten Spielen, dass E die Aktionstaste ist. Also wundert euch nicht. Ich werde noch öfters, wenn ich was nehmen will, so machen, weil durch Q und E können wir uns zur Seite lehnen, was sehr nützlich ist. In engen Räumen etc. Etc. Und noch so ein Opa-Hut. So eine Spur. Ich glaube, sie haben uns gesehen. Ich bin mir aber nicht sicher. Es kann gut sein, dass sie uns gesehen haben, denn sie stehen nicht mehr da, wo sie waren. Perfekt. Aber hier war noch einer. Ich habe zwei gesehen. Nehmen wir einfach mal... Nicht gut. Ja. Wie machen wir das? Genau. Wir gucken, wie viele hier noch sind. Keiner. Das ist gut. Doch, einer. Ja, wir verstecken uns hinterm Fels. Energiekritisch. Das ist sehr scheiße jetzt. Der Jeep darf uns nicht sehen, denn er hat ein schweres Geschütz. So, perfekt. Wir begnügen uns jetzt mal wieder an den Leichen. Achtung, wir haben das Notsignal. Wir sind ein Tal 3 Klicks östlich von hier zurückverfolgt. Zeig und ich sind unterwegs. Kommen Sie zum Treffpunkt, aber passen Sie auf. Der Feind hat sich tief eingegraben. Klar, Prophet. Ja, ich wollte gerade sagen, wir vergnügen uns an den Leichen, denn diese haben Munition. Beziehungsweise sie lassen Waffen fallen, die können wir aufheben und da ist Munition drin. Deswegen können wir jetzt auch wieder ein bisschen... Ja, wie soll man sagen? Verschwenderisch mit der Munition sein. Platz 1. Starte den Motor. Wenden in 3 Zügen. Ja, das Wort nix. Oder? Wird das was? Uah! Ich liebe Autofahren. Wo kommst du denn her? Man sieht schon, wir können während der Fahrt spontan wechseln. Ja, unser Gewehr ist überhitzt. Rückwärtsgang. Raus hier! Uah, und unsere Rüstung hat viel abgefangen. Nee, hat's gar nicht. Unsere Energie das meiste. Wir können uns aber selbst heilen, also hier gibt's keinen
lästiges Medipack-Gesuche in dem Teil. Was heißt in dem Teil, in dem Spiel? Ja, ich denke mal, er ist jetzt schwer beschädigt durch die Splittergranate, die wir übrigens aufwerfen können, aber ich habe keine. Noch nicht. Ja, und die KI... Die KI ist gar nicht so blöd. Ich muss mal wieder langsamer sprechen, ich verspreche mich immer wieder. KI ist gar nicht so blöd. Die versteckt sich auch in den Gebüschen am Rand. Da war zum Beispiel gerade einer. Hallo? Da. Er geht zum Gebüsch. Er läuft nicht auf der Straße lang. Aber es hilft ihm nicht viel. Denn wir schalten mal auf Vollautomatik. Im Laufen kann ich den Kopf nicht so gut anvisieren. Bin ich ganz ehrlich. Ich bin kein Meisterschütze. Naja, hier an der Stelle ein Schnitt. Das war's für heute. Tschüss.